Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Stunden werden eingeschmolzen und dein Glück ist da. Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, und herzlich willkommen am Sonntag, den 9. April. Das ist der Ostersonntag, das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Frohe und gesegnete und nachhaltige Ostern wünschen Lori und ich Ihnen und euch allen von Herzen. Sätze werden aufgebrochen und dein Lied ist da. Das Lied, das da plötzlich da war, vielleicht ein bisschen zu Ihrer Überraschung, ist von 1974. Alois Albrecht hat den Text gemacht. Peter Jansens, der viel berühmte, die Melodie. Und jeder, der so ungefähr in meinem Alter ist und irgendwie in der Kirche sozialisiert wurde, in der Gemeinde, der kennt das Lied. Früher mochte ich das Lied überhaupt nicht und habe mich drüber lustig gemacht, über dieses und andere dieser Art. Aber wenn man sie so oft hört, mit der Zeit schleichen sie sich so in einen ein und dann und man gewinnt die Melodie lieb und heute rührt mich dieses Lied und ich singe es auch gern. Ich singe es auch deshalb, weil ich zu meiner großen Überraschung entdeckt habe, dass Marie-Louise Kaschnitz, die verehrte Dichterin mit dem Gedicht von gestern, vom Garnichtstag, vom Karsamstag, dass die ein Gedicht geschrieben hat, das muss Alois Albrecht die Inspiration zu seinem Text, zu seinem Liedtext gegeben haben. Ich lese es Ihnen gleich vor. Zuerst aber kommt die Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa. Nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Und wie bitte, wo auch, auf welche Weise begegnen wir dem Auferstandenen, dem von Gott eingesetzten Richter der Lebenden und der Toten, der in seinen guten Händen, in seinen durchbohrten Händen die Vergebung der Sünden hat und sie reichlich ausgeben möchte an jeden, der sie braucht. Wir begegnen ihm dort, wo die ganze Geschichte angefangen hat, nämlich in Galiläa. Das ist die Botschaft, mit der die Frauen auch die Jünger überraschen. Er ist euch nach Galiläa vorausgegangen, dort werdet ihr ihn finden. Und Galiläa ist für die Jünger Regression, Rückschritt, Back to Basics, dort, wo sie angefangen haben, dorthin, wo sie vieles und viele verlassen haben. Also kein Weg, den man eigentlich gerne macht. Mitten hinein in den Alltag, mitten im Tag ein Fest der Auferstehung und der Begegnung mit dem Herrn. Und deswegen auch hier das Osterbild in der Küche, also dem allergewöhnlichsten Ort, den wir so haben in unserem Set und auch jetzt nicht in prachtvoller Kleidung, sondern so ein bisschen normal, mitten im Tag. In Galiläa, in unserem Galiläa, dazu müssen wir nicht nach Israel fahren. Wir haben auch so Orte, die mit Erinnerungen belastet sind, nicht immer nur mit guten und die wir eigentlich lieber hinter uns gelassen hätten. Aber dort ruft Jesus seine Lieben hin, dort sollen sie ihm begegnen, dort sollen sie österliche Erfahrungen machen. Und das weiß auch sehr gut die wunderbare Marie-Louise Kaschnitz. Manchmal stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns, keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Gott schenke Ihnen ganz viel österliche Freude und Gewissheit, mitten in Ihrem Galiläa, in Ihrem Alltag, in Ihrer Küche, so wie hier, einfach dort, wo Sie sind. Gott segne und behüte Sie alle. Felix, Halleluja. Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung. Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung. Sperren werden überwunden und ein Geist ist da. Sperren werden überwunden und ein Geist ist da.